Guten Tag. Herr Salomon, ich hab Frau Stein gratuliert zum Ergebnis. Ich tue mir offen gestanden jetzt schwer, Ihnen zum Ergebnis zu gratulieren, weil wir doch sehr überrascht sind, Sie wahrscheinlich auch, mit mehr gerechnet haben. Wie stark trifft Sie so eine Niederlage? Ja, also erstmal will ich mich bedanken bei allen, die mich gewählt haben und offensichtlich auch unterstützt haben. Herzlichen Dank. Im Fußball würde man sagen, das Hinspiel verloren, aber wir haben noch ein Rückspiel in 2 Wochen. Also es ist noch nichts gelaufen. Zwischen Herrn Horn und mir liegen, glaube ich, 3,5%. Ja. Das ist nichts, was man nicht aufholen könnte. Ich muss ehrlich gesagt zugestehen, ich habe mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber so wie der Wahlkampf gelaufen ist, habe ich auch mit allem gerechnet. Wie ist er denn gelaufen? Also wo haben Sie das Gefühl gehabt, dass es ein weniger an Unterstützung ist als zum Beispiel vor 8 Jahren? Ja, ich glaube, es gibt vielerlei Unzufriedenheit, die man aber gar nicht genau greifen will und gar nicht genau greifen kann. Also ich könnte jetzt nicht sagen, da ist das eine Thema und das hat es entschieden, sondern es gibt, glaube ich, eine große Unzufriedenheit mit der Stadtentwicklung. Den Leuten ist klar, dass Freiburg wachsen muss. Aber was das für... Ja, aber Ihnen nicht, aber den meisten schon. Aber was es dann bedeutet, da sagen sie nein. Und deshalb ist es sehr widersprüchlich. Und ich glaube, man hat jetzt noch 2 Wochen Zeit, deutlich zu machen, worum es tatsächlich geht bei dieser Wahl. Es ist noch überhaupt nichts verloren. Ich werde kämpfen. Ich werde kämpfen. Kann ich mal ein Stück Wasser haben? Ja, ja, okay. Ich glaube, dass die viele Menschen, das habe ich auch gehört, den ersten Wahlgang als so eine Art Probewahlgang ansehen, wo sie auch deutlich machen wollen, dass man einem Amtsinhaber zeigt, nach dem Motto, so geht's allein nicht, du musst auch an das und das und das denken. Da kann ich nur sagen, die Botschaft ist angekommen, aber wie gesagt, es gibt ja auch einen zweiten Wahlgang und wie der ausgeht, steht überhaupt noch nicht fest. Also aus dieser Antwort nehme ich auf jeden Fall mit, dass Sie nicht zurückziehen, sondern antreten. Das ist das eine. Ja? Mich haben ja im ersten okay Wahlgang 31,5 oder so Prozent der Menschen gewählt, was eine hohe Wahlbeteiligung von 51% war. Das ist ganz wichtig, dass viele Menschen zur Wahl gegangen sind. Und jetzt wird man auch Gespräche führen, das ist ganz klar. Wenn Sie sagen, die Botschaft ist angekommen, was werden Sie jetzt vor dem zweiten Wahlgang, wie wollen Sie die Bürger noch mal überzeugen oder noch mal mobilisieren? Ja, ich mit Botschaft ist angekommen. Ich wollte sagen, ich glaube, dass viele Menschen den ersten Wahlgang als einen Haltungswahlgang empfinden, wo sie sagen, dass man einem Amtsinhaber auch mal deutlich machen kann, dass man mit verschiedenen Dingen nicht einverstanden ist. Die Frau Stein hat ein ganz tolles Ergebnis gekriegt, fast 26%, ist super. Der Herr Horn hat ein Ergebnis gekriegt, was wahrscheinlich viele auch nicht gedacht haben, ist auch super. Aber die entscheidende Frage ist jetzt, wie es im zweiten Wahlgang sich neu sortiert. Und es wird sich neu sortieren. Ich glaube nach wie vor, ich will jetzt nicht über Inhalte reden, dass meine Bilanz nach 16 Jahren eine gute ist. Und dafür werde ich auch kämpfen, das nochmal deutlich zu machen. Ihr Gegenkandidat, der jetzt vorne liegt, hat natürlich da genau eingehakt und hat gesagt, jetzt ist Zeit für einen Wechsel. Also es ist ja auch keine inhaltliche Argumentation, sondern einfach ein Wechsel. Wie schwierig ist es dann, mit einer Bilanz zu punkten gegen dieses Gefühl, ich will jetzt mal was Neues haben? Gut, das war das Argument mit den 16 Jahren. Es gibt Dutzende von Bürgermeistern in Baden-Württemberg, die 3 oder 4 Amtsperioden machen. Das kann man, glaube ich, auch nicht mit der Bundeskanzlerin vergleichen. Ich glaube noch nicht, dass die Freiburgerinnen und Freiburger sagen, 16 Jahre ist eine magische Zahl, über die man nicht gehen darf. Ich glaube, dass die Freiburgerinnen und Freiburger sich um die Frage kümmern, was das denn inhaltlich bedeutet. Ich habe inhaltlich in diesem Wahlkampf nicht wahrgenommen, dass irgendeiner
eine grundsätzlich andere Alternative hat, was die Stadtentwicklung angeht. Es ging immer um Befindlichkeiten, es ging um Stilfragen. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, wer Freiburg in dieser Zeit einfach die nächsten 8 Jahre führen kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Stichwort nochmal zu den Inhalten. Was ist Ihrer Meinung nach, außer dieser vielleicht Verunsicherung, was ist der wichtigste inhaltliche Punkt, der den Leuten in Freiburg auf den Nägeln brennt? Ist es die Wohnungsnot? Ist es dieses Nicht-Wachsen-Wollen? Oder ist es, ich will einfach mal eine Alternative haben? Also ich glaube, das, was ich wahrgenommen habe aus vielen Veranstaltungen, vielen Gesprächen, ist, dass in Freiburg sich momentan vieles verändert und viele Menschen Probleme haben mit Veränderungen. Das große Thema ist das Wohnen, vor allem das preiswerte Wohnen. Es ist aber auch deutlich geworden in den ganzen Veranstaltungen, dass es da von keinem der Kandidatinnen und Kandidaten eine einfache Lösung gibt, dass das Ganze komplex ist. Darüber wird man in den nächsten 2 Wochen auch noch mal reden und notfalls auch streiten müssen. Wie schafft man es denn in den 2 Wochen gerade bei dem Thema sozusagen seine Position besser zu erklären, als es jetzt offensichtlich gelungen ist? Also 2 Wochen sind kurz, aber in 2 Wochen kann man durchaus einiges noch mal deutlich machen. Ich bin überzeugt davon, dass mein Ergebnis noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Im 2. Wahlgang braucht man keine absolute Mehrheit, da reicht die relative Mehrheit. Und ich gehe davon aus, dass viele Wählerinnen und Wähler gesagt haben, im 1. Wahlgang Schuss vor dem Bug und im 2. wählen wir richtig. Darauf setze ich. Ja. Herr Salomon, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen Abend auf der Wahlparty. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder hier. Tschüss.